Willkommen, Freunde. Es kann Jahre dauern, bis man jemanden findet, zu dem man wirklich gehört und von dem einen, so scheint es, nichts mehr trennen kann. Und dann braucht es nur einen Moment, um diesen Menschen zu verlieren. Ich weiß nicht, wer diese Worte gesagt hat, sie kamen mir einfach als erstes in den Sinn, als ich mich hinsetzte, um diesen Text zu schreiben. Denn die Geschichte dieser zwei jungen und verliebten Menschen hat mich wirklich zum Nachdenken über viele Dinge gebracht. Megan und Adam hatten sich ganz zufällig kennengelernt. Sie schaffte es gerade noch zum morgendlichen Bus, der sie zur Schule brachte, während Adam mit demselben Bus auf dem Weg zur Arbeit war. Sonst fuhr Adam immer mit dem Auto, aber an diesem Morgen wollte es einfach nicht anspringen. Anscheinend war es ihnen vorherbestimmt, dass sie sich in diesem Bus treffen sollten. Adam gefiel das fremde Mädchen sofort, sodass er sie bat, sich mit ihm zu einem abendlichen Spaziergang durch die Stadt zu treffen. Megan war zu der Zeit allein und nachdem sie vorgab, darüber nachdenken zu müssen, stimmte sie ein paar Sekunden später freudig zu. So begann die großartige Geschichte ihrer grenzenlosen Liebe. Kennt ihr das Gefühl, wenn es scheint, dass einem Flügel wachsen? Ich dachte jede Minute an Adam und mit ihm fühlte ich mich zufrieden. Nachts konnte ich keinen Schlaf finden, denn wenn man wirklich verliebt ist, kann man nicht einschlafen, weil die Realität viel besser ist als die Träume. So beschrieb Megan ihre Liebe zu Adam. Die Gefühle zwischen dem Paar wurden von Tag zu Tag stärker. Und so blieb es für mehrere Monate. Adam und Megan verbrachten viel Zeit miteinander. Und es schien ihnen damals, als sei die Welt nur für sie beide geschaffen worden. Und die beiden gaben wirklich ein perfektes Paar ab. Alle Freunde beneideten Megan, weil sie unzertrennlich von ihrem Geliebten war. Und wahrscheinlich hätte diese Geschichte ein Happy End haben sollen, wie man es oft in Filmen sieht. Aber leider hat der Drehbuchautor alles durcheinandergebracht. Megan hatte mir schon lange von ihren Schmerzen in der Brust erzählt. Natürlich bat ich sie, zum Arzt zu gehen, aber sie hatte keine Zeit dafür. Wir waren zu beschäftigt, um auf solche Kleinigkeiten zu achten. Ja, und ich schätze, wir sind alle so, schieben es auf, bis es zu spät ist. Aber die Schmerzen verschwanden nicht und Megans Gesundheitszustand verschlechterte sich. Da habe ich ihre Hand genommen und wir sind zusammen ins Krankenhaus gefahren, erinnerte sich Adam später. Wie naiv und dumm wir doch waren. Nachdem sie untersucht und getestet wurde, stellten die Ärzte Megan die unglückselige Diagnose: Brustkrebs. Genauer gesagt ein Spindelzellsarkom im dritten Stadium. Ich erinnere mich, wie Megan und ich in der Arztpraxis saßen. Ich bemerkte, dass der Arzt immer wieder seine Augen abwandte. Deshalb vermutete ich, dass die Diagnose schlimm sein musste. Aber als der Arzt das Wort Krebs sagte, verlor ich den Boden unter den Füßen. Ich drückte Megans Hand fester und um ehrlich zu sein, konnte ich den Worten des Arztes in den nächsten 2 Minuten nicht mehr folgen. Ich hörte nur, wie er sagte, dass es kein Urteil ist, dass man kämpfen muss, Glaube und Hoffnung nicht verlieren darf, sagte Adam. Wie zu erwarten war, folgte eine schwierige Zeit für das Paar. Megan ging es sehr schlecht. Sie dachte viel über das Leben nach und darüber, was die Zukunft bringen würde. Adam seinerseits unterstützte seine Geliebte so gut er konnte. Seine Unterstützung half Megan, nicht aufzugeben, sondern entschlossen zu kämpfen. Da Megan viel Zeit im Krankenhaus verbrachte, brauchte sie etwas, womit sie sich beschäftigen konnte. Die Behandlung dieses für viele so schrecklichen Krebses veranlasste Megan, einen Blog zu erstellen, in dem das Mädchen ausführlich ihren Kampf gegen diese heimtückische Krankheit beschrieb. Ihr Blog füllte sich mit vielen Einträgen. Megan beschrieb darin ihre Krankheit, wie sie sich nach den Behandlungen fühlte und natürlich auch, wie Adams Liebe ihr im Kampf gegen die Krankheit half. Aber einer der Einträge auf Megans Seite stach besonders hervor. Es war eine Liste mit 30 Dingen, die sie in ihrem Leben tun wollte. Einige der Punkte waren besonders, wie das Erlernen eines Musikinstruments. Und einige andere waren wirklich großartig. Zum Beispiel wollte Megan benachteiligten Kindern helfen. Es gab auch einen Punkt, eine Weltreise zu unternehmen und alle Wunder der Welt zu sehen. Und wisst ihr, was die Nummer 1 auf dieser Liste war? Megan träumte davon, Adam zu heiraten. Als Adam vom Wunsch seiner Geliebten erfuhr, zögerte er nicht lange und machte Megan einen Heiratsantrag, obwohl er von ihrer schweren Krankheit wusste. Der junge Mann handelte mutig und entschlossen und ließ sie in diesem schwierigen Moment nicht im Stich. Adam stand ihr zur Seite und wollte mit ihr Freud und Leid teilen, solange das Schicksal es ihnen erlaubte. Natürlich willigte Megan ein. Die Ärzte stimmten zu und erlaubten dem Paar, die Hochzeit direkt im Krankenhaus abzuhalten, weil Megan zu diesem Zeitpunkt bereits sehr schwach war. So traurig es auch ist, aber Megan kam nie dazu, den Rest der Punkte auf ihrer Liste umzusetzen. Weder die Entfernung des Neoplasmas noch die Chemotherapie konnten ihr helfen. Nur einen Monat lang konnte sie Adams glückliche Ehefrau sein. Dann musste sie diese Welt verlassen. Nachdem Megan gestorben war, stand ich zuerst unter Schock.
Ich konnte nicht glauben, was passiert war. Oder ich wollte es nicht glauben. Es gab Momente, in denen ich dachte, alles sei nur ein schlechter Traum. Und ich wachte auf und hoffte, dass ich nur geträumt hatte. Aber als ich meine Augen öffnete, wurde mir klar, dass ich nicht geträumt hatte. Ich war wütend auf die Welt und auf mich selbst. Ich erlebte alles zur gleichen Zeit. Ich hatte ein normales Leben geführt. Und in einem Moment war der Sinn meines Lebens dahin, sagte Adam über den Schmerz des Verlustes. Ein paar Tage nach der Beerdigung öffnete Adam den Blog und informierte Megans Freunde darüber, dass sie gestorben ist. Er schrieb, dass sie die Krankheit nicht besiegen konnte, obwohl sie sich sehr bemüht hatte. Aber am meisten überraschte und berührte die Blog-Abonnenten, dass er versprach, die angefangene Liste zu Ende zu bringen. Auf ihrer ehrgeizigen Liste wollte Megan in mindestens 5 Ländern leben, eine Fremdsprache lernen, quer durch Kanada mit dem Zug reisen, Freiwilligenarbeit in Indien leisten, 12 Bücher pro Jahr lesen, einen Marathon laufen und ihren Doktortitel machen, um nur einige zu nennen. Und man muss sagen, dass Adam Wort gehalten hat. Höchstwahrscheinlich hätten wir nie von dieser Geschichte erfahren, wenn sie nicht weithin bekannt geworden und sogar viral gegangen wäre, nachdem ein Journalist nach einem 4-Stunden-Marathon auf einen müden, leicht übergewichtigen Mann zugegangen war und ihm ein paar einfache Fragen stellte. Wie zum Beispiel, was hat sie hierher gebracht? Als er seine Geschichte hörte, veröffentlichte er sie, woraufhin sie von allen großen Medien aufgegriffen wurde. Wie sich herausstellte, hatte Adam in den 2 Monaten nach Megans Tod für einen Marathon trainiert und ganze 6 Kilogramm abgenommen. Außerdem hatte er ein Ticket gekauft, um mit dem Zug quer durch Kanada zu fahren und ehrenamtlich in der Merasi Children's School in Rajasthan, Indien, gearbeitet. Er gründete auch die Stiftung Aus Liebe zu Megan, die ihm bei der Vervollständigung dieser Liste helfen sollte. Es ist mir sehr wichtig, dass ich diese Dinge nicht als eine Checkliste oder ein Spiel betrachte. Ich möchte mich mehr auf den Prozess selbst konzentrieren, als auf dessen Erledigung. Ich muss das tun, um zu verstehen, was Megan vom Leben wollte und warum sie sich diese Ziele setzte. So kann sie zusammen mit mir ihre Pläne verwirklichen, schrieb Adam in einem Beitrag. Diese Geschichte ging 2010 viral. Aber auch heute noch wird gelegentlich im Fernsehen über die große Liebe von Adam und Megan berichtet und die Aufgabe, die ihr Ehemann nach ihrem Tod weiterführt. Im Jahr 2011 schrieb Adam, um einen Doktortitel zu erlangen, bin ich nicht gut genug. Ich glaube aber, dass es unbedingt Medizin sein muss. Damit deutete er an, dass die Geschichte für ihn noch lange nicht zu Ende ist. Und auch wenn niemand davon erfährt, wird er die Liste noch viele Jahre fortführen. Diese Geschichte zeigt deutlich, dass echte Liebe existiert. Liebe ist das wichtigste und stärkste Gefühl im Leben eines jeden Menschen. Passt auf euch und eure Lieben auf. Genießt jede Sekunde, die ihr miteinander verbringt. Denn niemand weiß, welche die letzte ist. Was haltet ihr von der Aktion dieses Mannes? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Das ist alles für heute. Bewertet bitte das Video. Tschüss und bis bald.